Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, was haben wir getan? Wir sind zwischen den Folgen hierher gefahren und ich habe Hölzer aufgeschlichtet. So, das nächste Mal transportiere ich die aber eher mit dem Auto, weil ich habe das Ganze so gemacht. Also, geht natürlich auch, ja, es geht auch schneller. So, ich habe nämlich einen Hinweis erhalten, ich soll eine Foundation bauen. So, Foundation, ich brauche Bretter. Dann machen wir das mal. Ich habe eine Werkzeugbox. Die brauche ich später. So, die habe ich aus dem Auto genommen. Dann möchte ich gerne, wir wollen Holzbrett haben. Foundation, glaube ich, 15, oder? 15? Ja. Ah, oh, machen wir mal 15. So. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Wie viel haben wir denn jetzt? Ja, machen wir eine noch. Oh, dieses Transportieren von Holzstämmen. Sie sind nicht gut zu transportieren, kann man so sagen. So. Was brauche ich? Wenn ich das da aus der Hand lege, aber dafür das da in die Hand nehme, ich habe noch nie eine gebaut. Warum kann ich denn die nicht bauen? Der Hinweis war doch, ich muss zuerst die Foundation bauen. Warum kann ich die nicht bauen? So. Aber ich kann, also gut, der Kommentar lautete, ich soll eine Foundation bauen und auf die Foundation kann ich dann, da ist die Foundation, und auf die Foundation kann ich dann eine Fahne stellen. Aber es sieht so aus, als würde ich zuerst eine Fahne brauchen und dann eine Foundation. Was ist mit dem? Ich stelle das daher. Okay, kann ich auch nicht. Vielleicht ist das ja, vielleicht kann ich hier einfach gar nicht bauen. So, also ich, Moment, Foundation? Nochmal? Nö! Man liegt alles in der Nähe. Ich habe da noch drei Holzstücke. Wie viele haben wir da liegen? Da zwei. So, und dann nochmal drei. Hier. 15 Bretter. Ich habe eine Werkzeugbank in der Hand. Eine Werkzeugbank. Ja, genau. Ich habe eine Werkzeugbank in der Hand. Die ganze. Okay. Vielleicht kann ich hier einfach nicht bauen. Und ich muss mich damit abfinden. Ja, manchmal im Leben ist es so. Man muss sich mit Dingen abfinden. Ist eben so. So. Aber man soll es probieren. Gut. Schade um die Dinger. Ich kann noch versuchen, dass ich... Ja. Nö, kann ich eigentlich nicht. Gut, dann möchte ich wegfahren. Wir machen ein Bündel Holzbretter. Da 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 da. So, wenn ich hier nicht bauen kann, dann will ich gar nicht bauen. Nein, dann bauen wir natürlich woanders. So, ich mache noch alle Holzbretter zu Bündeln. Schau, dass ich alle Bündel ins Auto bekomme. Und dann bauen wir eben woanders. Da 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 da. Oh, ich habe im Inventar noch Larven und... Ja gut, die können wir nachher auch noch uns zwischen die Kiemen werfen. Was passiert eigentlich? Ich kann das Ding nicht ins Ziel bringen. Nö, geht nicht. Schade, 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 schade. Auch das wollte ich mal probieren. Gut. Dann kann ich das Ding nicht erschießen. So, Holzbündel, Holzbündel, Holzbündel. Habe ich jetzt alles zu Holzbündel gemacht? Ja. Okay, ich kann noch eines machen, aber... Ja. Das laden wir jetzt ins Auto und suchen einen anderen Platz. So, ein kleines Holzbündel. Och. Weiter. Oh. Oh, stellen wir uns mit dem Auto drauf? Nein, nicht zu weit weg. So.
Doch, wir sind zu weit. Okay, gut, dann müssen wir das halt so tragen. Was, das geht nicht rein? Wieso geht denn das nicht rein? Okay, Moment. Wahrscheinlich ist der Wagen sowas von übervoll. Genau, da habe ich die Axt. Die Werkzeugkiste habe ich aus einer der Kisten genommen. Oh, und da habe ich die... Okay. Ja, ich habe sie ja irgendwo her transportieren müssen, die Loks. So, ist es besser, die Loks zu haben oder Werkzeug-Holzbündel? Das kommt drauf an, wie sie geschlichtet sind. So, das kann man noch eines runter. So. So. Was ist effizienter? Bündel zu transportieren? Oder Loks zu transportieren? Ich habe bisher nur Loks und habe die dann hier zerschlagen. Gut. Völlig egal, wir fahren. So, und bevor wir fahren, also wir sind jetzt nördlich der Stadt. Was ist, wenn wir Richtung Südosten fahren? Das sieht nach Ebene aus. Das sieht nicht nach, es ist ein Hang, dort waren wir schon, glaube ich. Fahren wir mal nach Südosten. Wir suchen jetzt einen Platz. Ich glaube nämlich, wir können hier einfach nur nicht bauen. Da, da, da. Wo ist denn da außen? Da ist Südosten. So, ich hätte gerne keinen großen Hang, sondern ich hätte gerne... Moment, wenn ich schon da bin, könnte ich gleich im Wald Pilze oder sowas suchen. Ich glaube nämlich, dass mit dem Stopfwechsel wird auf Dauer ein Problem. Sie hat ja die vorigen Folgen bereits ein wenig geraunzt, die gute Dame, wegen Nahrung. Gut. Sie hat auch was auf den Hüften, aber wenn wir was finden zum Essen. Boah. So, Moment. Ja, und das da oben ist eben kein Hang, sondern andere Idee, wir fahren einfach in den Westen. Wir fahren einfach in den... Oh, das wäre aber praktisch hier wegen der Werkstatt und so. Okay, dann gehen wir da am Hügel. So, wenn wir da oben am Hügel bauen können, und da oben auch eine flache Stelle ist. Da sind auch Bäume in der Nähe. Ja, dann machen wir das da hier. Ja. So, wir schauen mal hier. Also hier oben. Auch. So. Ist mir das da flach genug? Ich hätte tatsächlich wirklich gerne so eine Ebene. So eine Ebene. Eine Ebene. Oh, ein Hochstand. Oh, wie die gute Waltraud manchmal wirklich das Auto quält. So, wir steigen da mal aus. Hochstand schauen wir uns dann auch an. Aber ich möchte jetzt einfach mal probieren. Fahne. Die war unten, oder? Pferdekopf. So, wir nehmen die, herstellen. Ja klar, und hier geht's. Das ist das... Wieso? Wieso geht's hier? So... Ich möchte nicht in den Wald hineinbauen. So, Hochstand soll draußen stehen. Der Baum kann ruhig drinnen stehen. So, da geht es so runter. Ist das okay? Ja, klar. Aus Gewohnheit. Etwas boxen. So, ich habe eine Fahne. Ja, toll. Also, ohne Foundation, einfach so. Was ist denn das? Kann ich es überfahren? Wird es davonlaufen? Habe ich es wirklich getötet? Okay. Okay. So, was brauche ich für die Fahne? Steht das da angeschrieben? So mit F füllen. Ah, die Werkzeugkiste. Okay, gut. Dann stellen wir uns mal mit dem Auto näher hin. Du solltest die Leiche holen. Ja. Na? Ach, Waltraud. Was machst du am Beifahrersitz? So. So, wir stellen das Auto näher hin. Das ist eine gute Sache. Hochstand auch gleich in der Nähe, das gefällt mir. So, Auto näher zur Fahne. Ist vorerst mal wichtig. So.
So, und was will er noch? Nägel, Textilien und Schrott. Okay. Nägel. Das waren zwei Nägel, glaube ich. Habe ich Nägel mit? Ich weiß gar nicht. Oh, doch. So, ich habe einen Nagel. Ich habe leider nur einmal Nägel. Okay, aber Textilien. So. Wo habe ich denn das jetzt hingegeben? Oh, ich habe sogar noch... Ja, zwischendurch mal essen. Weil dort mag das. So, da. So, wir schauen mal da oben rein. So, das sind 5. Das heißt, wenn wir 2 Reihen Textilien auslegen. 2 Reihen, sage ich. Gibt 3 Reihen. Ach, da ist es hingekommen. Habe ich da gerade. Moment. Wenn ich das nehme und auf das drauflege, wandert es wieder an sein. Aha. So kann ich das Inventar schlichten. Und zwar, Rasierklinge. Wir hatten das. Nein. Ja. Ah. Okay. Ja, genau. Und Schrott brauchen wir. Schrott. Ist das Schrott? Das ist Papier. Das brauchen wir auch. So, dann nehmen wir die da. Die da. Da haben wir noch so eins. Ja, ich weiß, es gibt verschiedene Arten von Schrott. Die sehen alle so gleich aus. Stimmt gar nicht. So, dann nehmen wir das und das. Eines fehlt noch, das da. So, das legen wir alles. Moment, das legen wir da wieder rein. Und zwar, wenn ich das da... Egal jetzt. So. Alles am Boden. Muss ich es am Boden machen? Nein, ich kann es ja auch im Inventar lassen, oder? Was ist denn da jetzt? Warum? Das Auto lasse ich da. So. Wann wird denn die Fahne blau? Irgendwas liegt auf dem Fahnenbauplan. In einer von den Teilen. Oder? Nö, was Rundes ist das, oder? Nein, so eine Dachschindel. Die da. Geht noch immer nicht. So, dann nehme ich das alles ins Inventar. Dann darf ich nichts mehr stören. Na bitte. So, ich fülle das ganze Zeug jetzt. So. Und mir fehlen noch einmal Nägel. Einen Nagel. Wo kriege ich jetzt einen Nagel her? Also natürlich schlecht. So, ich hätte gerne was brauchen. Handwerk. Ich brauche hier eine. Nö, eine ganz normale brauche ich mal hier. Dafür brauche ich 8 Bretter und ein Seil. Ich glaube, das haben wir wegen der Bündel. Oh, ich bin aufgeregt. Wir haben beide eine Fahne. Öffne dich. So, Seil. Haben wir ein Seil? Nö. Kann ich so ein Gummiband anstelle eines Seils? Ich nehme die beiden mal raus. Schauen wir mal. Ja, ich kann aus Stoff auch eins machen. Also, aber ich brauche auf jeden Fall die Bretter. Die Bretter. So, da habe ich noch ein Brett. So. Und zwar, wenn ich das jetzt zerlege, sagen wir mal, und das hier zerlege, sagen wir auch das. So, und jetzt gehe ich in Handwerk und sage, super, stell mal her. Und ich stelle das da neben die Fahne auf. Ist das klug, dass du es hier herstellst? Das weiß ich nicht. So, jetzt füllen wir da ein paar Bretter. Bretter. So, und zwar die Bretter, die die Welt bedeuten. Tatsächlich, ich habe mit dem Gummiband, wir mit einem Seil arbeiten können. Das ist faszinierend. So, wir zerlegen eines noch. Da. Oh, ich brauche noch viel mehr. 40 brauche ich für die Kiste. Okay, dann schauen wir gleich mal, ob wir noch 40 haben. Das kann ich offenbar nicht verwenden. Dann legen wir das da gleich mal und es funktioniert. So, 40. Seil. Auch so ein Gummiband. Wie viel zählt denn das?
5 von 10 und wenn ich das da rein tue. Okay. Gut, dann. Ja, die Breite. Nö. Dann mache ich mal ein Seil. Wir gehen einmal rauf. Genau, ein Baumrindenseil oder ein improvisiertes Seil auf 5 Stofffetzen. So, 5 Stofffetzen brauchen wir. Wir haben 1, 2, 3. Wir haben ganz tolle Hosen, dann nehme ich die. Die werde ich zerschneiden. Die Unterhose will ich nicht zerschneiden, weil wie ich mich dann immer einnässe, ich brauche das definitiv. Sieht das als Werkbank? Schon wieder Werkbank? Ja klar, als Werkbank. So, dann lege ich mal die Hose da daneben und sage, auf geht's mit den Lumpen. Ja, wir haben erst 4. So, oh, Wunden versorgen. Wirklich? Wunden versorgen? Habe ich noch immer irgendeine arge Wunde? Okay. Egal, wir versorgen's. So, Stofffetzchen. Jetzt machen wir gleich ein Seil. So, sehr gut. So, Handwerk. Seil. Herstellen. Gleich mal schnell doppelt geklickt. Geht schon. Oh, eine Ohrenkette. Achso, aus den Stofffetzen anderer Häftlinge. Die Häftlinge. So, wir haben ein improvisiertes Seil, das gefällt mir auch gut. Super, wir brauchen noch eins, verdammt. Oh, wir brauchen da ganz schön viel. Ja, ich sitze mal hinten. Ja, ich will aber nicht so viel zerschneiden. Fahr doch zurück und hol das Seil, du brauchst ja auch die Nägel. Okay. Na gut, dann fahre ich halt zurück und hol die Nägel. So. Soll ich? Nö. Ich bleib da. Also ich bleib da, ich fahr weg. Ich fahr aber beim Schwein vorbei. Wenn ich es noch finde. Die Leiche. Irgendwo ist eine Leiche. So, Schwein, 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 Schwein. Ah! Ich hab da, da hinten. So, was haben wir denn da? Oh, Tierhaut. So, was ist das? Ja, was ist das? Gedärme. Oh, für Würste. Ich höre schon wieder was. Ach, da hinten ein Hörsch. Ein Hörsch im Wald. So, ich zerteile mal die Leiche. Frachtabwurf in 2 Minuten. Ja, so, nachdem er mir gesagt hat, die explodieren alle, kann ich den Kopf haben? Oh, wie cool. So, was ist das? Ist das groß? Okay, das kann ich so mitnehmen. Die Werkzeugkiste kann ich da reingeben. Das da? Was ist denn das eigentlich? Und was ist das? Eine Stelze, oder? Ein Wildschweinbein. Und was ist das? Ein Wildschweinbein. Super. Und was ist das? Ein Wildschweinrumpf. Den will ich nicht. So. Nö, das geht dann nicht. Wobei, wenn ich den Kopf... Moment, ich kann ja den Kopf ins Auto legen. Ja. Yeah. Wozu habe ich denn das Auto? So, Auto, Auto, Auto. Genau, Kopf in Auto. So, hier, hier. Das Wildschweinbein, das Wildschweinbein. So, dann haben wir da nur noch den Wildschweinrumpf. Nehme ich den auch mit? Boah. Okay, den kann ich da auch nicht reintun. Den müsste ich nochmal zerteilen. Oh, ich will Nägel. Nägel und Seile. So. Wow. Okay. Oh, ein Knochen. Herstellen Knochennadel. Ich nehme die Steaks mit. Oh, die nehmen gar nicht viel Platz weg. Kann ich die dann grillen?
Ich will grillen. Ja, schön mit der kalten Bier. Der so mag's Weitraut. So. Okay, wir haben das tote Schwein im Auto, beziehungsweise auch in der Tasche. Und jetzt holen wir... Ja, ich weiß, das ist ein Hochstand. Was wollten wir holen? Seile und Nägel, genau. Ja, die Werkstatt ist nicht weit entfernt. Die Stadt ist nah. Da haben wir sogar Sonnenblumenfeld. Wow. Und ein Weinberg. Weinberg. Ui. Och, Weitraut. Du und deine Fahrkünste. Ernsthaft. So, das ist auch Mais. War das ein Hagebuttenbursch? Ich glaube. So, und jetzt den richtigen Busch finden. Wo ist der Busch? Da ist er. So, und da sind irgendwo meine Stämme und Bretter. So, Stämme und Bretter. Hier. Kann ich die jetzt wieder mitnehmen? Ja, die könnte ich. So, ich könnte ja sagen... Ach so. So, Axt hier rein. So, schauen wir mal. Passt das noch rein? Ja. So, dann legen wir das alles auch ins Auto. Oh, ich freue mich schon. Was kann man daraus machen? Okay, Fleischspieß, kleiner Fleischspieß, Wurfspieß. Eintopf, Suppe. Oh, süßsaures Hühnchen. Ah, oh, ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Ja. Yeah. So, alles ein ins Auto. Was haben wir gesagt? Seil haben wir gesagt. Da. So, Seile. Wenn ich mich noch erinnern könnte, wir müssten die Kisten irgendwann einmal auch beschriften. So, da war hartes Zeug, da sind sogar Bretter auch drinnen. Muni. Bleiplatten. Okay, aber das lassen wir alles mal drinnen. Wir brauchen vor allem verdammt Nägel. Zurück. Nägel. Kann man Nägel selber herstellen? Oh, wir werden das alles rausfinden. So, Bärlauch. Was ist denn das? Egal, was ist das? Wir können ja auch eine Gurke essen. Ah, da haben wir noch die Menschenhaut auch drinnen. Das ist zwar super, okay, das ist glaube ich ja unsere Essenskiste. So, Seile. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal Seile mit, weil wir haben ja Seile gemacht. So. Was ist denn das? Keiner weiß es. Okay, dann nehme ich aber lieber noch mehr Seile mit. Nägel, Seile. So, Textilien. Aber was ist es? Ich will wissen, was es ist. Ist es Seil? Ja. Ach, das richtige Seil. So sieht ein richtiges Seil aus. Okay. So, wenn ich es da herlege, schlichtet sich's ein. Und das meine ich. Hier. Oh, ist das cool, das gefällt mir, weil so kann ich innerhalb der Kisten schlichten, ohne dass ich so herumschieben muss. Oh, ist das cool. So, genug geschlichtet. Ich brauche Seile haben wir jetzt mit, Nägel haben wir mit. Ja, die Hose. Ach, wir haben genug Textilien. So, dann nehmen wir von dem Zeug hier noch. Brauchen wir Nadeln? Nö. Ja, das brauche ich alles. Aber erst später. So, eine Werkzeugkiste werde ich auch mitnehmen. Das Elektrikerzeug brauche ich nicht. Zumindest vorerst nicht. Da sind noch mehr Nägel drin, die werden wir auch mitnehmen. Wir nehmen noch eine Nadel mit. Moment. Irgendwo habe ich diesen Spieß gesehen. Da. Kleiner Fleischspieß. Boah, da brauche ich diese ganzen Gewürze. Wow. Habe ich überhaupt Salz? Öl? Oh mein Gott. Ich habe das alles, glaube ich, nicht. Ja, das Fleisch habe ich, aber Öl? Salz? Gewürzmischung? Was kann ich denn noch nehmen? Gewürzmischung. Öl, Salz, Gewürzmischung.
Okay. Schauen wir nochmal rein. Schauen wir nochmal rein. Öl, Salz, Gewürzmischung. Die mittlere war die Fressenskiste. So, habe ich Salz? Nö. Da habe ich Salz. Öl, 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 nö. Ist das Öl? Gleich trinken. Limettenbrause. Mhm. Kann benutzt werden mit Würste. Okay, auch für Würste brauche ich das. Statt Limettenbrause. Ah, okay. Oh, ach cool. Was man da alles machen kann. Okay, wäre mir aber lieber Öl, weil mit dem Öl kann ich... Ja, jetzt habe ich es in der Hand. Natürlich ist mir Öl am liebsten. Deswegen trage ich es bei mir. So, das Öl stellen wir da rein. So, Kartoffel. Wie koche ich? Entschuldigung, aber da will ich schon reinschauen. Zutaten für den Eintopf. Eintopf? Wo ist denn der Eintopf da? Super. Spaghetti, Pasta, Chili, Eintopf. Für Eintopf brauche ich Zutaten, natürlich Öl, ja, Wasserflasche, Fett, Salz, Zwiebel, Knoblauch. Knoblauch habe ich, glaube ich, keinen oder schon. Zwiebel habe ich, glaube ich. Ja, wir sind ein Öl vom Essen entfernt. Ach, wie cool. So, dann legen wir das wieder in die Kiste. So, Nägel, Seile. Ich nehme doch gleich mehr mit. Auch wieder wahr. So, dann packen wir uns mal voll mit, nö, nicht mit Essenssachen, sondern Schrott. Wir haben genug im Auto. Ich hole das später. Aber lass nur, das mache ich später. So. Oh, ich bin aufgeregt. Endlich unsere erste Farme. Ja, okay, halt nicht hier auf der Ebene, sondern, ach, weiter, du und deine Fahrskills. Ja, und ich sollte den Stopfwechsel nicht vernachlässigen. Oh, der schöne Weinberg. So, ein Hagebuttenstrauch. Den können wir auch immer wieder abfarmen. Abfarmen. So. Da wische ich ihn. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Der arme Wagen. Kann ich den Wagen auch reparieren? Das wäre super. Da. So, nicht die Sonnenblumen niederführen. Was ist denn da? Oh, das ist ja echt um die Ecke. Und ich dachte, da muss ich weit wegfahren. Ja, das ist wirklich nicht weit weg. Okay, so. So, Kiste ist fertig. Fahne ist fertig. Oh, wie fein. Wie fein. Kiste, Fahne, Auto. Schön. Ab jetzt geht's bergauf. Ja. So, wir öffnen mal die Holzkiste. Ja, super. Ja, dann gehen wir mal die Seile rein. Das Holz liegt auch noch da, das könnte man natürlich dann abholen. Ja, Foundation war aber der Hinweis, auf der Foundation kann ich dann die Sachen wie die Gebäude und so weiter bauen. Liebe Grüße an Reike. So. Ich glaube, ich lege das alles in die Kiste. Vorerst mal. Genau, wir können später mal umschlichten, später mal übersiedeln, das ist alles gut. Eigentlich... Sag mal, habe ich gerade die Kiste bewegt? Ich kann Kisten bewegen. Ich kann tote Schweine sehen. Also jetzt nimmer, aber vorher. So, Moment, das machen wir mal zu. Tatsächlich. Okay, aber ich kann sie... Ist das... Das ist ja toll. So, die Axt... Da rein, da rein. Und jetzt fahren wir hin. Ja. Nein, nein, verdammt. Ja, F wie fahren. Mhm. So, schnell noch den Airdrop getten. Da grab ich mir die coolen Sachen. Dann schauen wir mal.
uns da wirklich noch grabben. So, Tick 1. So, nicht ganz nah hin, weil man hat mir gesagt, die können auch explodieren. Okay. Oh, schön, Kleidung. Ja. Okay, aber eine neue schusssichere. Ist die schusssicher oder ist das einfach nur so eine taktische Polizeiweste? Sehr schön, das wird dem guten Whiterod gefallen. Oh, da haben wir noch mehr so. Da haben wir noch einen Rucksack. Der ist schon cool, dann können wir die anderen Rucksäcke zerschneiden, weil das ist auch so ein Wanderrucksack. Gefällt mir. Jemand schrie. Da gibt's auch Sniper und so. Ja. Später. Für mich nicht. Nö, danke. Für mich nicht. So. Da. Gut, aber immerhin. Militärhemden und so. Ja, wo kann ich in die Weste dann hingehen? Verdammt. Okay. Brauche ich die Weste überhaupt? Also ja, die zu. Oh. Schöne Handschuhe. So. Noch so ein Rucksack. Ich weiß nicht, soll ich alles wirklich da... ich meine, das sind alles neue Sachen. Die sind ja noch gut abgelaufen, aber trotzdem gut. Ja. Lauter Rucksäcke. Was mit dem Rucksack? Den... Ach nee. So, wir schauen, ob wir da noch Platz haben im... im Fahrzeug und dann so Schuhe, Ding, Sachen, da, ja, Essen könnte man dann auch, stimmt, so, das da, dann haben wir die da, hey, die passt da noch rein, Wahnsinn, in so einem Auto ist schon viel Platz, okay, das geht nicht, schon viel Platz und schon ist weg, so, dann holen wir noch den Rest, die können explodieren, bleib nicht zu lang dabei, ja. So, die möchte ich schon mitnehmen. Ja, diese ganzen Rucksäcke, ich... Ja, der passt da nicht rein. Ich nehme ihn auch nicht mit. Nö, nö, nö. Ich kann ihn natürlich zerschneiden. Aber ich habe nichts zum Zerschneiden mit. Und ehrlich gesagt, alles ist gut. Wir finden überall Textilien. Überall. So. Ach, Airdrop. Sehr gut. Neue Kleidung kann man immer brauchen. Da. Neue Kleidung kann man immer brauchen. Aber so viele Rucksäcke. Ich habe ja schon Rucksäcke. So, jetzt hole ich mir ein paar Maden. Und dann würde ich sagen, nachdem wir die Maden haben, ist es dann... Oh, da sind auch Pilze. Guck an, Pilze. So, aufnehmen. Aufnehmen. Wir werden die einfach vom Boden essen. So, den da zum Beispiel. Mmh, gute frische Pilze. So. Und den werden wir auch essen. Jetzt schauen wir uns den Stoffwechsel kurz an. Oh ja, füllt den Magen gut. Und da oben ist schon... So, ein paar Maden. Mmh, die guten frischen Maden. So. Ja, und ich weiß, wir haben schon wieder Überlänge. Sorry, aber es ist ja auch die Silvesterfolge. So. Gut, weiter tiefer in den Wald, da traue ich mich ja nicht. Wer weiß, vielleicht finde ich einen Zombie hier. Eigentlich will ich das aber nicht. So, wir müssen die Folge dann nämlich auch schon beenden. Dazu möchte ich zurückfahren. Sehr viele Äste, sehr viele Bäume, alles super. So, Wald sieht aus, wie er aussehen soll. Viele Steine liegen auch am Boden. Sehr gut, die können wir alle aufheben und mit denen können wir... So, wie sieht mein Stoffwechsel jetzt aus? Naja, ja, wir brauchen beide eine Toilette, also eins, zwei geht's ja noch. So, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und ja, ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss!